Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Minecraft Hardcore. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen ein paar Sachen anpflanzen und so. Essensversorgung hier schaffen. Ja, machen wir noch eine Reihe. Ich sollte aus dem Holz Holzkohle machen, damit Fackeln und dann nach unten graben und schon mal gucken, ob ich Eisen oder so. Oh, das kann ich auch verbrennen. Machen wir erstmal so. Dann können wir schon mal ein paar Fackeln machen. So. So. Okay. Gut. Machen wir noch Fackeln. So. Das weg tun. Die Frage ist, am meisten macht es Sinn, in dem Haus einfach runter zu gehen. Dann ist es nämlich auch egal, ob oben Monster sind oder nicht. Weil dann sind wir immer safe. Die Frage ist halt, ob ich übervorsichtig bin, weil ich weiß, wir spielen Hardcore und ich habe es halt noch nie gemacht und für mich ist es so, lieber sehr vorsichtig sein oder vorsichtig sein, anstatt einfach wie im normalen. Ich habe eine Spinne. Und ein Zombie. Und Skelett. Da ist er. Die Riesenhöhle. Au. So. Die Frage ist. Okay. Wie weit? Genau, kann ich hier rüber? Das Problem ist, nein, sich noch ein Skelett da. Ich habe halt noch keine Rüstung. Ich habe kein Eisen, kein Ding. So. Ich versuche mal in der Ferne Fackeln zu sitzen. Ich habe ein Skelett die ganze Zeit. Jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr. Ich vermute mal, dass das über mir ist. Das Skelett und so. Ich muss mir Spitzhacken machen. Da ist die Spinne. Hier ist Eisen. Oh, da oben vor. Ja, da steht das Skelett da oben. Versuch mal kurz ein bisschen. Soweit auszuleuchten. Also ich meine, andere spielen extrem lange. Aber ich bin schon oft genug auch durch so ganz einfache Sachen gestorben, wo andere sich denken würden, soll die Scheiße. Dann bin ich auch gestorben schon.
Mensch, Lapis. Das Skelett ist noch weiter über mir. Aber so. Nee. So, Risiko. Ich habe 5 Eisen. Ich muss wenigstens Brustpanzer machen. Ja. Ich habe keine Fackeln mehr. Hier ist kein Eisen. Das Eisen. Mit dem Brustpanzer fühle ich mich definitiv schon mal sicherer, wenn ich den habe. Ja. So. Lass mich mal nach oben gehen wieder. Komm, wir schlafen mal. Die restliche Nacht. Achievement acquired. Also, ich fände es cool, wenn ich einmal für mich quasi sehr weit schaffe, Hardcore zu spielen. Und ich fände cool, wenn ich alle Sachen, also alle Achievements, die hier sind, in Hardcore schaffe. Das wäre auch noch eine Sache und die wäre cool. So für mich noch. Da ist ein Tintenfisch gestorben. Ja, einfach für mich, für die bisschen. Hätte ich 3 gehabt, hätte ich noch eine Spitzhacke machen können. Schade. Die Frage ist, ob ich halt am Anfang. Ich krieg die halt nicht runter, aber wenn die kaputt ist, dann ist sie halt kaputt. Aber es gibt mir halt erstmal ein bisschen Rüstung. Ob ich mir halt einen Bogen machen soll, ob ein Bogen halt hier deutlich mehr was bringt als keinen. Als kein Bogen. Frage. Ich glaube, ein Bogen wird mir einiges auch bringen, weil ich halt diese Entfernung halt habe und mal machen, benutzen kann quasi. Ja, auch niemand mit rechnen können, dass ich
eine Riesenhöhle direkt hier unten befinden. Ein Schild. Ich sollte mir vielleicht auch ein Schild machen. Gegen Skelette. Das ist ja auch noch so eine Sache. So. Viel zu selten. Und damit war es auch Geschichte. So. Ich habe noch irgendwo Kohle. Ja, das Schild ist auch eine gute Option gewesen. Auch wenn ich es oft, also im Normalen, hab ich das nicht gehabt, weil es mich absolut nicht interessiert hat. Jetzt hier interessiert es mich dann doch ein Stück mehr. Ding zu haben. Ein Schild. Wisst ihr, was richtig scheiße wird? Wenn Pillager. Gegen die habe ich meistens Probleme, wenn die kommen. Ich wohne ja auch in einem Dorf. Das ist das größte Risiko, was ich habe. Dass halt Pillager kommen. Weil die sind halt übel stark. Und mit denen habe ich echt Probleme. So, ich mache da einfach so, zack, zack, zu. Na, es ist... Machen wir so. Ich habe keine... Ja. Also Creeper sind eigentlich mein kleinstes Problem. Wenn die jetzt nicht... Okay. Bekämpft euch mal selber da. Gesagt. Creeper sind eigentlich das kleinste Problem, außer sie tauchen halt von hinten, also hinter mir auf und ich sehe sie nicht und hören uns dann scheiße. Aber solange das nicht ist, Zombies sollten eigentlich auch gar kein Problem sein, Spinnen auch nicht. Das Einzige, wo ich mir überlege, könnte ein Problem werden, ist sowas wie Head Pillager. Die habe ich schon von Anfang an nicht so hinbekommen. Schauen wir mal. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen.
Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen und dann werde ich hier sitzen und vielleicht alles verfluchen. Oder alles in den Himmel loben. Oder sagen, wie krass ich bin. Das werden wir dann sehen. Ja. Na, ich mache mal erstmal Schuhe. Weil den Helm kann ich nicht ausziehen. Na, ich bräuchte 7. In der Hose. Und ich habe auch 7, weil dann kann ich nämlich die hier ausziehen und mir eine Hose machen. Wer hat so weit Ding, weil den kann ich nicht ausziehen, bis er kaputt ist. Und würde sagen, das war's mit der zweiten Folge. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das so, so wie ich das gerade mache, so wollt, dass ich immer an und ab noch mache, oder soll ich halt irgendwie länger aufnehmen, soll ich dann mal so 2 Stunden aufnehmen und das dann so ein bisschen zusammenschneiden und so coole Elemente raus und so und dann halt ein kompakteres Video, dafür dann wahrscheinlich weniger Videos. Schreibt es in die Kommentare. Abonniert, kommentiert, habt eine gute Zeit. Die Glocke nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye.